Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine weitere Reparatur und zwar eine Reparatur hier von diesen Schaltuhren. Mich ärgert es immer wieder, selbst wenn die Dinger hier nur 5 Euro kosten, dass die nach einem halben Jahr irgendwie kaputt gehen. Und ich habe mir dann einfach mal jetzt die Mühe gemacht, mal ein bisschen da nachzuforschen, was da eigentlich defekt ist und was da kaputt gehen kann. Und habe dazu jetzt hier dieses Video dann einfach mal gemacht. Es geht um um diese Zeitschaltuhr. Das ist Typ EMT 757 hier von Everflourish. Es gibt diese Schaltuhr von verschiedensten Herstellern, die sehen alle gleich aus. Also hier diese Form und so weiter. Und die habe ich im Baumarkt gekauft. Und interessanterweise ist es so, dass es auch No-Name-Produkte gibt vom Baumarkt direkt, also mit dem Namen des Baumarkts, und die kosten einen Euro weniger. Die kosten irgendwie nur 5 Euro und die mit dem Namen, hier so einen Namen drauf, da kostet sie dann 6 Euro. Das nur am Rande. Ja, die Frage ist jetzt, warum gehen die Dinger kaputt? Und ich habe hier nochmal eine andere hier als Beispiel mal schon auseinandergenommen. Hier, die ist zum Beispiel von Düwi, also genau der gleiche Typ, genau die gleiche Elektronik. Die unterscheidet sich nur geringfügig, dass zum Beispiel statt SMD-Bauteile bedrahtete Bauteile verwendet werden. Das werde ich alles nochmal in dem Video dann zeigen. Hier ist noch eine andere Schaltuhr, die ähnlich aufgebaut ist und die gilt auch zu reparieren, aber da gucken wir uns mal die Schaltung nochmal an, die ist etwas anders. Bevor man sowas macht, habe ich einfach mal hier so eine Liste gemacht, im Prinzip, was man so sich ja, überlegen kann, bevor man an so ein Thema rangeht. Ich zeige das mal hier kurz. Der erste wichtige Punkt ist natürlich, dass man sich überhaupt fragen muss, was geht denn nicht und was ist eigentlich genau der Fehler an der Schaltuhr. Das wäre praktisch die erste Frage, die man sich stellen sollte. Wie macht sich der Fehler bemerkbar? Also zum Beispiel verstellt sich die Zeit, klickt das Relais nicht, also kann man die Zeitschaltuhr manuell nicht ein- oder ausschalten. Stimmen die Zeiten nicht mehr, die man da eingegeben hat, oder. Dann braucht man natürlich ein paar Werkzeuge, um das Ding zu reparieren. Also das werde ich gleich auch zeigen. Also die haben hier ein bestimmtes Werkzeug, was man braucht. Eventuell einen Schraubendreher natürlich, oder man braucht einen Schraubendreher, einen Lötkolben vielleicht, wenn man jetzt was austauschen will oder löten will. Dann ist der nächste Punkt das Thema Reverse Engineering. Also bevor ich überhaupt einen Fehler entdecke, wenn man den nicht gerade optisch sieht, dann macht es durchaus Sinn, dass man sich erstmal den Stromlaufplan von dem Ding erstellt, soweit es geht. Und das ist eigentlich der kritischste Punkt und der schwierigste Punkt an der Geschichte. Reverse Engineering Stromlaufplan erstellen. Ich habe das bei den Uhren gemacht, den zeige ich nachher noch. Und der nächste Punkt, der dazu kommt, ist den Stromlaufplan einigermaßen verstehen. Also wenn man den überhaupt nicht versteht, dann sollte man wirklich die Finger von lassen. Weil man dann sicherlich nicht herausbekommen kann, was da vielleicht defekt ist und ja, dann doch eher vielleicht einen Fachmann nochmal zu Rate ziehen. Wenn man den verstanden hat, dann kann man ein bisschen messen in diesen Dingern. Hier ist jetzt wichtig, natürlich nicht im Betrieb. Also den im Betrieb jetzt hier durchzumessen, wäre fatal. Das mache ich hier nicht, sondern hier in dem Fall nur Widerstände mal durchmessen, Kondensatoren, Kapazitäten mal messen, vielleicht auch mal einen Transistor checken, ob der in Ordnung ist oder Dioden. Und wenn man den Verdacht hat, dass da was defekt ist, mal auslöten und mal per Hand nachmessen, ob da die ZTI oder was auch immer in Ordnung ist oder auch nicht. Also es werden hier jetzt in dem Video auch keine Spannungen im Betrieb hier gemessen, das wäre wirklich lebensgefährlich fast. Wenn man das gemacht hat, dann kann man immer wieder, kommt man immer wieder zum Punkt, wo man sagt, okay, man kann auch den Fehler langsam einkreisen. Also man kann ein Ausschlussverfahren bilden, beziehungsweise vielleicht Bauteile mal auslöten, um zu gucken, ob die Messung, die man gemacht hat, immer noch so ist oder ob die sich geändert hat. Und dadurch kann man dann gucken, also hier ist nochmal das Ausschlussverfahren, Fehler einkreisen, Bauteile dann tauschen und nachdem man die getauscht hat, kann man das Ding vielleicht nochmal gleich wieder zusammenschrauben und dann gucken, ob es geht. Ich werde es also hier Schritt für Schritt zeigen und das Erste, was ich mal zeige, ist das Ding auseinanderschrauben. Das ist leider bei den meisten von diesen Schaltuhren etwas blöd, weil eine spezielle Schraube hier verwendet wird. Nämlich hier so eine Schraube mit drei Flügeln. Tri-Wing oder Tri-Wing nennen sich diese Schrauben. Ich habe jetzt hier mal von einem Sonderbitsatz habe ich so einen Schraubendreher da und
kann also das Ding hier aufschrauben, hoffe ich zumindest. Ich muss mal gucken hier, ich werde das mal ein bisschen rauszoomen hier wieder, so. Und es geht etwas schwer, ich muss einen anderen nehmen. So, ich habe jetzt hier den richtigen, funktioniert auch. So, dann sind die normalerweise auch geklickt noch. Also, sie sind hier irgendwie fest drin. Einfach ein bisschen drücken hier von beiden Seiten. Dann kriegt man den auf. Und siehe da, da ist sie, die Schaltuhr. Und jetzt haben wir zwei Leiterplatten, die man hier sieht. Das ist einmal hier die Anzeigeplatine. Oder auch eigentlich die Steuerungsplatine. Also da kann man natürlich auch die Uhrzeiten und so weiter einstellen. Und auch die Zeiten, wann geschaltet werden soll, manuell ein- und ausschalten und so weiter. Und hier ist eigentlich die Platine, die dafür sorgt, dass das Relais natürlich anzieht. Da ist eine Sicherung noch. Stromversorgung ist also hier mit bei. Ja, und dann gucken wir uns das gleich mal nochmal an. Jetzt muss man also hier diese kleine Platine noch abschrauben. Jetzt muss ich erstmal einen Schraubendreher finden. Also hier diese vier Schrauben, kann man hier abmachen, Schrauben nicht verlieren, braucht man also dann am Ende wieder, schraubt das mal hier schnell ab, das machen wir gleich mal hier noch raus. So, bei ja, so geht das nicht. Ist mir sehr fest dran. Gut. Also es bleiben hier vier so eine kleinen Schrauben übrig. Und zwei von diesen Triving oder Driving Schrauben sind übrig. Gut, ja, hier ist jetzt praktisch die Steuerungselektronik und in dem Fall bei dieser Schaltuhr ist es so, Fehler ist, dass das Relais nicht schaltet. Also hier das Relais, wenn ich jetzt hier manuell on-off mache, dann sehe ich zwar hier im Display an und aus, aber das Relais zieht nicht an, also ich kann da keinen Last einschalten. Und das wäre jetzt also der erste Punkt von meinem kleinen Skript. Also was genau geht nicht, weil nur damit kann man auch rausfinden, also wenn man die Information hat, kann man rausfinden, was dann vielleicht zu machen ist. Der nächste Punkt, Werkzeuge, also man braucht so ein Triving oder Triving, drei Flügelschraube, sonst kriegt man die Dinger meistens nicht auf. Wenn jetzt hier was kaputt sein sollte, dann dann braucht man auf jeden Fall natürlich einen Lötkolben, um das abzulöten. Man sieht, hier sind auch SMB-Bauteile drauf, das heißt also entweder dann nochmal eine Pinzette oder anderes, ein kleineres Werkzeug, einen kleinen Schraubendreher oder sowas. Das sind dann die Sachen, die man braucht. Ja, und der nächste Schritt, wenn man das alles so hat, dann ist der schwierigste Punkt das Reverse Engineering. Und das habe ich schon vorbereitet. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal an. So, das ist hier der Stromlaufplan von diesem EMT757, von dieser Schaltuhr. Wie gesagt, Reverse Engineering und das Erstellen des Stromlaufplans ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Auch wenn es hier nur eine relativ kleine Schaltung ist. Also man fängt damit an, dass man ja guckt, welche Bauteile sind wie miteinander verbunden, macht eine grobe Skizze und dann versucht man die irgendwie zu strukturieren und so zu zeichnen, dass man sieht, was, ja, dass man irgendwas erkennt, was die Schaltung macht. Ich habe das hier vorbereitet, ich habe da bestimmt auch eine Stunde für gebraucht, um das rauszukriegen. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man eigentlich, dass in diesen Geräten hier, in diesen kleinen Haushaltsgeräten, also hier diese Schaltuhr und auch an Bewegungsmelder und so ein Kram, ist ein Kondensatornetzteil. Das heißt also, die Struktur dieses Kondensatornetzteils sollte hier irgendwie zu sehen sein. Der weitere wichtige Punkt ist, ich habe, das sieht man ja auch hier, also das setze ich an, dann mache ich die dazugehöre. Was man sieht, ist das Relais hier. Das wird mit 24 Volt betrieben. Wo steht's? Hier oben, DC 24 Volt.
Das heißt, es muss in irgendeiner Form 24 Volt Spannungsquelle da sein oder eben eine, ja, wie auch immer geartete Spannung dort erzeugt werden. Ich habe das hier mal eingezeichnet mit 24 Volt, mit einer Z-Diode, die ist auch so drin. Und das ist ein nächster wichtiger Punkt eben, ne, dass man sieht, was sind für Bauteile drin. In dem Fall das Relais zeigt uns an 24 Volt, also müssen irgendwo auch die 24 Volt erzeugt werden. Ich habe dann das Relais an sich und normalerweise ist es bei einem Relais so, generell natürlich eine Freilaufdiode, die ist immer dabei und natürlich ein Steuertransistor, das ist hier eben T1. Was wir hier noch auf der Leiterplatte haben, ist der Akku oder ein Akku, denn man sieht hier, dass die Anzeige geht nach wie vor, auch wenn es jetzt nicht am Netz hängt. Das heißt, es wird hier über diesen Akku betrieben. Man sieht hier diesen Akku hier auf der Seite. Und der nächste Punkt wäre dann, okay, wie sieht es eigentlich aus mit der Steuerung? Und hier haben wir ein Problem, die Steuerung an sich mit dem LC-Display, da kann man nichts machen, wenn die kaputt ist. Also wenn da das Display mechanisch zerschlagen wurde oder irgendwie sowas oder so, wenn, dann kann man das eigentlich nur noch wegschmeißen, leider. Also kann vielleicht noch den Quarz aufheben, wenn man will. Aber an sich, wenn hier was irgendwas ist, dann kann man es leider nur noch wegschmeißen. Wenn hier irgendwas ist, dann hat man immer die Chance, irgendwas noch zu machen. Gut, also es hat sich jetzt dieser Stromlaufplan hier so rauskristallisiert. Und vielleicht mal kurz zur Erläuterung. Das ist also ein normales Kondensatornetzteil. Und zwar hier in diesem Bereich praktisch. Hier. Also alles, was hier um R1, C1, R2, Brückengleichrichter, C4, C2 auch noch sich ist, ist ein typisches Kondensatornetzteil. Und die Frage ist, wie, ja, wie das funktioniert, das komme ich gleich nochmal drauf. Oder können wir nochmal gerne mit berechnen praktisch. Also das ist die eine Seite. Dann haben wir eine sehr merkwürdige Geschichte mit der Z-Diode. Wenn man hier so einen Brückengleichrichter hat, dann würde man den Teufel tun, hier sofort eine Z-Diode einzubauen. Das ist hier aber möglich, weil das Kondensatornetzteil eigentlich einen konstanten Strom liefert und keine konstante Spannung. Das heißt hier, wenn jetzt hier die 220 Volt sind, würde über den C1 hauptsächlich der Strom sozusagen definiert, der hier fließen soll. Und der kann auch nicht höher werden, denn man hat ja hier vorne eigentlich eine konstante Spannung mit einer konstanten Frequenz, nämlich 50 Hertz. Dadurch ist auch hier der XC von dem C1 natürlich konstant. Und wenn ich eine konstante Spannung und hier einen konstanten Widerstand letztendlich habe, kann auch nur ein konstanter Strom fließen. Und so berechnet man auch so ein Kondensatornetzteil. Also es geht immer nach einem konstanten Strom. Wenn ich also eine Leuchtdiode anschließen will an so ein Kondensatornetzteil und da sollen eben 15 Milliampere fließen, dann legt man es so aus, dass 15 Milliampere fließen und nicht, dass die Diode noch 1,8 Volt oder so braucht. Also man legt es dann so aus, dass dann wirklich dieser Strom fließen kann. Der Strom fließt hauptsächlich durch die Z-Diode und der Rest geht noch hier rüber. Und man kann also sagen, dieses Kondensatornetzteil mit der Stabilisierung hier gibt mir eine konstante Spannung hier von 24 Volt für das Relais aus. Und dieser andere Teil hier ist eigentlich nur der Ladeteil für den Akku. Also über R3 fließt natürlich ein Strom weg. Dann auch wird hier eine ungefähr 2 Volt konstant gehalten über diese Z-Diode. Abzüglich der 0,7 macht es ungefähr so 1,3, vielleicht auch 1,4 Volt. Dadurch fließt hier sozusagen Ladestrom durch in den Akku. Und auch hier diese X2 hier in dem Fall, die Klemmen, gehen nachher an die Steuerelektronik, also an das Display. Ja, so in etwa funktioniert die Schaltung. Das heißt, der Akku wird geladen in dem Moment, wo ich eine Netzspannung dran habe. Wenn es nicht dran ist, dann und der Akku ist geladen, na gut, dann läuft er natürlich, versorgt hier praktisch das Display in die Richtung, hier kann kein Strom fließen, also von da nach da. Das heißt, der Akku hat dann wirklich nur noch die Funktion, das Display zu versorgen. Vom Display kommt dann auch ein Steuerimpuls an oder aus des Relais über diese komische Konstellation mit diesen Dioden und dann wird das Relais eben an oder ausgeschaltet. Hier drüben ist dann der Kontakt mit einer 10-Ampere-Sicherung, wo ich dann meinetwegen eine Lampe oder irgendwas anderes einschalten kann über diese Schaltuhr. Gut, das erstmal zur generellen Funktion.
Bei dieser Schaltuhr, die ich ja hier hatte, ist das Problem ja gewesen, dass das Relais nicht anzieht. Also wenn ich jetzt hier die Tasten drücke, sehe ich das zwar, wie gesagt, on und off, also man sieht es hier dann da unten in der Leiste irgendwo, aber das Relais zieht nicht an. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das zu überprüfen. Wenn man jetzt Fehlersuche macht, sollte man immer von der Spannungsversorgung gehen bis hin dann zu dem Endbauteil, dem Relais hier in dem Fall. Ich denke mal, also oder andersrum gesagt, hier kann man jetzt nicht irgendwie 220 Volt dranhängen, das wäre einfach zu gefährlich. Deswegen kann man Folgendes machen: Man misst einfach mal mit dem Multimeter hier C1 durch, vielleicht hier die Diode, auch die Kondensatoren eventuell. Kann man ja machen mit dem RCL-Messgerät, hier auch nochmal die Kondensatoren und auch die Dioden nochmal grob durchmessen. Vielleicht kann man auch mal Folgendes machen, dass man eine 24 Volt Spannungsversorgung nimmt, Plus und hier Ground dran hängt und dann hört man das Relais klicken, dann sieht man es, ob es geht. Man könnte denn, wenn man jetzt es noch weiter betreiben will, hier sogar mal die X2 abklemmen. Also das ist praktisch hier das Flachband hier. Das könnte man, sag ich mal, abmachen. Muss man sich natürlich merken, wie rum das war, sonst schließt man es ja falsch rum an. Also man könnte es ablöten und dann könnte man gucken, ob man hier über den X2-3 hier das Relais irgendwie zum Laufen kriegt oder ob das dann anzieht oder auch nicht. Das wären so die Punkte und ich würde die auch einfach mal durchmessen. Was man hier in dem Fall natürlich auch machen muss und sollte, ist, da habe ich immer wieder festgestellt, dass die Akkus dann irgendwann wirklich den Geist aufgeben. Mal nachmessen, sind hier irgendwie 1,2, 1,3 Volt knapp. Wenn nicht, also wenn er jetzt wesentlich drunter ist, dann sollte man den in jedem Fall tauschen. Dann ist der hin. Man kann es nochmal versuchen, dass man den so mit dem Netzgerät lädt. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Wenn es nicht klappt, den auf jeden Fall tauschen. Gut, dann werde ich mal anfangen, so ein bisschen zu messen. Bevor ich das tue, werde ich mal Folgendes machen. Ich werde mal hier die zwei Leitungen, also die und die, mal ablöten. Das nervt hier mit diesem Gehäuse drumherum. Ich mache die einfach jetzt mal ab. Und dann kann ich da besser ran mit dem Multimeter. Kann das also hinlegen und dann, denke ich mal, sollte das gehen. Einmal hier. Und einmal hier sind relativ dicke Verbindungen. Es dauert also, wenn der etwas länger hat, bis der Lötkolben dann das alles verflüssigt hat, hier das Lot. So, jetzt ist das auch ab. Jetzt habe ich das also hier so in der Hand. Und das brauche ich jetzt erstmal nicht. Gut. Jetzt kann man eigentlich mal ein bisschen anfangen zu messen. Man sieht hier so die Bauteile. Die Leiterplatte ist jetzt hier in Mischtechnologie aufgebaut, also bedrahtete und SMD-Bauteile. Und da muss man also dann entsprechend mal gucken, ob man da irgendwie rankommt. Jetzt werde ich mir jetzt mal ein Messgerät nehmen und dann geht's los mit dem Messen. So, ich werde jetzt hier mal ein paar Messungen durchführen. Das heißt, ich werde jetzt einzelne Bauteile mal messen, durchmessen, ob die in Ordnung sind, also hier Widerstand und so weiter. Und dann mal rausfinden, ja, ob da irgendwas, also muss ja irgendwas kaputt sein. Und das hoffe ich dann zu sehen. Also ich fange wirklich hier mal vorne bei dem 470 Kilo Ohm an. Ich denke zwar nicht, dass der kaputt ist, aber einfach mal, um zu zeigen, dass es geht, auch wenn jetzt der Kondensator parallel geschaltet ist. Also das Multimeter ist jetzt erstmal hier so. Hier ist dieser 470 Ohm, das ist ein relativ großer Widerstand, 470 Kilo Ohm. Und der zeigt im Moment nichts an. Ah. Also im Messbereich bin etwas größer. So, also 420 hat er so in etwa. 440, ja, kann durchaus stimmen. Also wäre der in Ordnung. Der 100 oben, da glaube ich auch nicht, dass der defekt ist. Der ist hier auf der Rückseite. Und gucken wir mal, ob der 100 oben hat. So, wir haben 200 oben Messbereich. Der liegt jetzt also hier zwischen.
Ja, 100 Ohm. Also man muss hier wahrscheinlich ein bisschen immer raufdrücken auf die Pins, auf die Pads, damit es einen guten Kontakt gibt. Wenn man sowas macht, dann muss man natürlich immer wieder umdrehen die Leiterplatte, um zu gucken, wo ist das Bauteil. Hier ist vieles in SMD ausgeführt. Zum Beispiel auch alle Dioden. Also wenn man jetzt hier rauf guckt, es sind alle Dioden als SMD ausgeführt, sodass ich hier praktisch direkt mal gucken kann, was mit den Dioden ist. Also Dioden, Messbereich. Und da ist es so, da müsste, wenn ich jetzt mal hier so eine kleine Diode hier nehme und versuche durchzumessen, dann müsste da jetzt, wenn er im Durchlassbereich ist, ungefähr 0,6 oder sowas anzeigen. Und ja, 615 zeigt er hier an. Ich zeige das mal, dass man das hier sieht. Nochmal so. Ja, so 600 irgendwas. Das ist also die Vorwärtsspannung. In andere Richtung durfte er nichts anzeigen. Wenn er aber schon 600 Millivolt ungefähr hat, also es hängt natürlich von der Diode ab, ob es eine normale Siliziumdiode ist oder eine Schottky-Diode oder so, dann sollte es also so 600, 700, manchmal auch 500 irgendwas für eine normale Siliziumdiode und eben für eine Schottky-Diode irgendwas mit 400 oder 300 teilweise sogar nur, sollte er dann anzeigen. Und dann kann man in der Regel schon eigentlich davon ausgehen, dass die in Ordnung ist. Also diese Diode ist auch in Ordnung. Diese Diode da zeigt euch hier so nichts an und in einer anderen Richtung. Lass mal tauschen hier. Was zeigt er da an? Das ist auch in Ordnung. Also die Diode ist auch in Ordnung. Und dann haben wir hier noch eine Diode. Die ist so rum. Auch 600. Hier ist noch eine. Das ist diese eine Z-Diode. Die hat ein bisschen mehr, 800. In einer anderen Richtung übrigens schafft er es nicht anzuzeigen. Man kann den Messbereich mal ändern, aber das wird nichts ändern. Ja, naja, 4,8, das sagt jetzt erstmal nichts Wirkliches aus. Aber ich nehme mal an, das ist hier diese 2 Volt Z-Diode im Stromlaufband. Die hier, die wird auch in Ordnung sein. Denn sonst hätte er diese 800 Millivolt hier nicht, die ja hier zu messen waren. Ja, jetzt sind es 800 noch was. Dann haben wir hier die andere 10er Diode. Die müsste eigentlich in dieser Richtung auch ungefähr 800 anzeigen. Oh, die zeigt jetzt nur 0,2 an. Also hier scheint irgendwas. Ja, ist 0, also ein 2, so, also ist praktisch komplett verbunden. Hier auch. Also hier haben wir irgendwie einen Kurzschluss. Wenn man sowas rausgefunden hat, gleich mal kurz einzeichnen. Ich mache das mal hier in dem Stromlaufplan, hier in dem Bereich. Also ich habe gemessen an der 10er-Diode zwischen dem und dem hier praktisch R. Widerstand habe ich dann praktisch gemessen und habe rausgefunden, das ist hier ja hat kompletten Durchgang. Das heißt also 0 Ohm. Ich kann das ja nochmal zeigen hier mit dem. Ich hatte zwar jetzt im Diodenmessbereich gemessen, da zeigt er eben 0 an. Wenn ich jetzt mal hier den Durchgangsprüfer nehme, bin jetzt auf dem Durchgangsprüferbereich. Er piept auch. Und jetzt guck mal, was hier passiert. Aha. Also in beiden Richtungen Kurzschluss. Also. Zwischen dem Pin und dem Pin ist ein Kurzschluss. Und das Problem ist natürlich jetzt, wir haben hier drei Bauteile drin, die parallel geschaltet sind. Wir wissen im Prinzip nicht, welche von diesen drei Bauteilen verursacht jetzt diesen Kurzschluss. Und deswegen ist es mal sinnvoll, nach und nach hier die Bauteile rauszulöten. Es kann theoretisch sogar der Brückengleichrichter sein, was ich aber nicht vermute. Das ist eine reine Vermutung. Ich werde also den Brückengleichrichter nicht auslöten, sondern ich werde erstmal hier C4 rausnehmen, gucken, was mit dem ist. Und dann C2. Und wenn das immer noch ist, dann ist es wahrscheinlich die Diode. Es könnte natürlich auch hier dieser Kreis sein, aber das ist ja unwahrscheinlich, denke ich, weil es zwei Bauteile sind. Und dass zwei Bauteile zur gleichen Zeit kaputt gehen, ist eher unwahrscheinlich.
Um es nachzuprüfen, könnte ich jetzt nochmal diesen Widerstand R3 messen. Das werde ich mal tun. Einfach mal so. Das ist ein 4,7 Kiloohm. Und der... So, wieder ein bisschen rauszoomen hier. Der sitzt hier. Ah, und siehe da, er hat 4,7 Kiloohm. Also der scheint in Ordnung zu sein. Dadurch, dass nichts anderes praktisch zwischen 24 Volt und Ground liegt, fällt das schon mal raus. Ein weiterer Punkt wäre vielleicht hier oben nochmal zu gucken, ob, wenn der Transistor natürlich Durchgang hat, dann das Relais sehr niederohmig ist, kann es durchaus auch sein, dass hier auch das Problem ist. Deswegen werde ich nochmal kurz am Relais messen, den Widerstand vom Relais. Das wäre praktisch, muss ich mal gucken, wo die Pins sind, vom Transistor zu dem, hier müsste das glaube ich sein, das ist der Spulenwiderstand, 600, oder? Ja, also hier, da ist noch da ist ja die Freilaufdiode noch dazwischen, in der Richtung wäre also praktisch jetzt hier die 1,5 Kiloohm als Spulenwiderstand. Wenn ich jetzt umdrehe, habe ich praktisch dann die Durchlassspannung der Diode, deswegen erscheint der 0,6. Also das Relais, die Spule des Relais scheint in Ordnung zu sein. Und dadurch, dass wir einen Kurzschluss zwischen 24 Volt und Ground haben, nehme ich nicht an, dass der Transistor kaputt ist. Das wäre unlogisch, denn sonst würde er auch 1500 Ohm anzeigen. Also Hauptaugenmerk ist jetzt hier auf diesen drei Bauteilen und ich werde jetzt einfach mal den Lötkolben anmachen hier und einfach mal diesen C4 auslöten, um zu gucken, ob das nach wie vor ein Kurzschluss dann ist. C4 ist hier dieser große 47 μ, den werde ich dann einfach mal hier auslöten. So, Polarität merken, beziehungsweise ist hier sogar aufgedruckt auf dem Bestückungsdruck. Also man sieht hier Plus und Ground ist dann die andere Seite. Und dann messe ich hier nochmal. Hier stand ich mal zur Seite. Ich mache nochmal mit dem Durchgangsprüfer, dann hört man das. Also das wäre der Durchgang. Ja, hat immer noch Durchgang. Gut, dann löte ich jetzt mal die Diode aus. Das wäre also der nächste Punkt. Ausgelötet. Da ist etwas die Schwierigkeit dabei, die sind teilweise angeklebt, die Bauteile. Und dadurch geht das vielleicht etwas schlecht mit dem Entlöten. So, gleiches Thema, Durchgang. Was messen wir denn hier, wenn ich jetzt hier messe? Jetzt ist gut. Das heißt also jetzt nochmal die Rückversicherung sozusagen checken, was mit der Leuchtdiode praktisch ist. Mit der Zehnerdiode hier. Die hatte ich ja hier gemessen. Ausgelötet so. Ah ja. Das heißt, die ist kaputt. Die ist definitiv kaputt. Die ist durchgeschossen. Kurzschluss. Und dann ist natürlich auch klar, die Erklärung, warum das Relais nicht anzieht, liegt daran, wenn natürlich hier die 10er-Diode kaputt ist, dann sind hier 0 Volt. Es fließt zwar nach wie vor Strom, aber mit 0 Volt kann natürlich da nichts passieren. Das ist schon mal der nächste Hinweis dazu. Wenn die ist jetzt kurz geschlossen, jetzt könnte man denken, Mensch, das Netzteil geht kaputt, das Kondensatornetzteil, aber geht natürlich nicht kaputt, denn wir haben ja immer noch die Begrenzung des Stroms durch diesen C1 und dadurch
ist so ein Netzteil auch kurzschlussfest. Also ich kann das kurzschließen und dann fließt ein bisschen mehr als der ursprüngliche Strom durch die 10er Diode. Und dadurch geht auch nichts weiter kaputt. Es funktioniert bloß jetzt hier in dem Fall nicht. Gut, also ich werde eine 10er Diode besorgen und werde die dann hier die tauschen, die Teile wieder einlöten und also den Kondensator hier wieder einlöten und dann gucken, ob es geht. Bei den Elkos generell ist es so, die sind sicherlich auch nicht gerade sehr hochwertig. Da werde ich mal sicherheitshalber, weil das ja kann vielleicht auch schon zu Problemen führen, auch nochmal einfach neue Elkos einsetzen. Und dann schauen wir gleich mal uns an, wie das, ob es danach funktioniert. So, ich bin jetzt dabei, hier die 10er Diode auszutauschen. Leider habe ich keine SMD-Bau 10er Diode mehr bekommen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine normale, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Hier ist eigentlich genügend Platz auf der Leiterplatte, die dort hier einzulöten. Achtung, Polarität nicht vergessen, die muss in Sperrrichtung natürlich eingebaut werden, sonst haben wir nur 0,7 Volt oder so. Das werde ich jetzt hier mal tun. Ich halte es hier mit der Zange mal fest. Achso, ich werde erstmal vorverzinnen, das Pad. Ein bisschen näher ranzoomen, dass man es besser sieht. Das auch hier. Auf der Seite ist ein Minus, das sieht man am Elko. Am Minus muss also die Anode für die 10er Diode. Das heißt also, wenn ich jetzt die hier nehme, weggeschnipst, dann muss ich die jetzt so einlöten. Das ist ganz wichtig, wie gesagt, sonst funktioniert natürlich das auch nicht. Jetzt muss ich die ein bisschen hochhalten, etwas schwierig. Versuch mal mit der Hand hier. Ne, das geht alles nicht. So, die eine Seite ist dran, einigermaßen. Das noch ein bisschen rumbiegen. Nee, ja, jetzt ist das Pad abgerissen. So, ich habe jetzt hier die 10er Diode mal wieder eingelötet. Sieht jetzt ein bisschen schlecht aus, weil mir das Pad abgerissen ist. Deswegen habe ich das hier mit dem Draht noch ein bisschen unterstützt. Es hält aber so. So, bevor man es jetzt nochmal wieder anschaltet oder probiert, immer mal wieder überprüfen, was sagt jetzt das Multimeter. Und ich schaue mal hier. Mal hier das Multimeter. Und jetzt messe ich mal direkt hier wieder an der Diode, und zwar in der Durchlassrichtung. Da müssten, wie gesagt, irgendwie 0,7 oder sowas dann erscheinen. Ja, also jetzt haben wir hier 770 Millivolt. Und damit ist es vollkommen okay. Also die Diode war hier tatsächlich kaputt. Und wenn ich jetzt das Ding wieder zusammenbaue und versuche, das zu auszuprobieren, dann sollte es eigentlich wieder gehen. So, ich habe jetzt hier diese reparierte Schaltuhr ans Netz angeschlossen und wie man jetzt hört, klickt das Relais, also es funktioniert. Aus. Automatik an. Sollte damit jetzt funktionieren.